Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist euer M3D. Bei dem wunderschönen Yo, Prime Mord. Ja, ich weiß, das war jetzt die langweiligste Ansage, die ich jemals gemacht habe. Aber ich wollte mal was anderes machen. Kannst du mal vielleicht rausgehen, du Penis? Wenn ich jetzt mal von der Tür weggehen. Ja. Ich bin eingesperrt. Lass mich raus. Raus, raus, raus. Geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg. Alter, ich komme nicht raus, ne? Ich kann die Tür versuchen anzuklicken, wo immer ich will. Aber der nimmt leider zwei Felder ein. Der Lümmel. Mensch, du. Geh doch mal weg jetzt. Komm. Ich hoffe, ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet. Aber ich hoffe, ich habe die Beleidigung mal ein bisschen gelassen jetzt. Ach komm, geh doch mal bitte weg. Ich will raus. Hör mal zu, Kollege. Ich will jetzt hier raus. Sonst kriegst du von mir eine auf die Maus. Und dann gibt's richtig Stress für den Klaus. Komm, geh mal weg jetzt bitte. Oh, was soll ich tun? Ja, geh doch mal raus. Der andere ist auch rausgegangen, Mensch. Sei lieb. Oh, kann ich einen Schalter basteln eventuell? Schalter. Na, so geht's nicht. Vielleicht hier mit so einem Holz. Ja, damit kriege ich einen Schalter gebastelt. Moment, was kann ich weggeben? Hier so eine Blume. So. Jetzt geh raus, du Arsch. So. Wunderbar. Gerettet. So, die Kühe nehmen wir natürlich auch noch mit. Jetzt ist ja wenigstens ein friedlicher Tag. Oh, Alter, diese Bäume sind so geil. Und man sieht, wir haben richtig viele davon. Aber der Hügel ist auch richtig geil, ne? Da könnte man auch was Schönes hinmachen, auf jeden Fall. So, die nehme ich mal alle weg. Weil die brauchen keine Kühe. Brauchen die nicht. Boah, was ist denn hier passiert, bitteschön? Das würde mich auch mal interessieren. So. Okay, nächstes Gebäude. Hier waren wir auch noch... Was macht da ein Zombie drin, ne? Naja, gut. Ich hoffe, die Dorfbewohner sind jetzt nicht gestorben oder so. Oh, das war ein Creeper. Ich dachte, Alter, das wäre ein Zombie. Krass. Glück gehabt, würde ich sagen. Gut, hier war die Schmiede. Da war ja keine Sau drinne. Hier in dem Gebäude waren wir auch schon drinne, glaube ich. Kann sein, muss aber nicht. Gut. Ich frage mich einfach jetzt, wie ich die Dorfbewohner von hier zu mir kriege. Das ist ein Rätsel, ne? Was es zu lösen gilt. Ich kann mir vorstellen, man kann aus Erde einen Tunnel bauen, klar. Aber ob das wirklich was bringt, ist eine andere Frage. Das weiß ich leider... Wieso komme ich jetzt hier nicht raus? Hilfe! Jetzt. Das weiß ich leider nicht. Naja. Okay, ich wollte gerade sagen, was ist das? Sah aus wie ein Scheißhaufen. Aber nein, war Dingsbums. Wie heißt das? Nicht Kohle. Schwarzpulver, genau. Okay. Ja, meine Freunde, wollte ich euch auch nochmal was sagen. Ich habe ein neues Projekt wahrscheinlich noch. Also kein Let's Play oder sonst irgendwas. Aber ich habe eine neue Projektidee. Keine Sorgen, meine Lieben. Ich mache das nur, wenn ich mich nicht überfordert fühle. Ist ja klar. Das Let's Play ist das Hauptteil. Und das neue Projekt, das wird einfach mal so ein Nebenprojekt. Aber das wird noch dauern, bis es kommt. Weil es erfordert auch ein bisschen Vorbereitung und sowas. Und mir fehlt jetzt noch ein bisschen an Equipment, dass ich das machen könnte. Aber, wir haben schon volles Fleisch, ey. Aber mit ein bisschen Geduld und Zeit wird das schon werden. Komm, wir machen das Weizen mal weg. Das Fleisch ist auf jeden Fall wertvoller. Boah, wie viel. Richtig geil. Na, komm her. Nein, komm her. Sehr schön, sehr schön. Warum sind hier die gesunden Kühe, ganz ehrlich? Und, ja. Bei mir sind die Kranken meistens. Oder vor allem auch Schweine, das gibt's auch gar nicht. Dabei ist das ja auch draußen ein Herobrine-Gebiet. Ach so, ich verstehe, schon verstanden, gerade beim Reden so. Hier hat er ja alles unter Kontrolle, weil er sich hier ja hinbewegen kann. Aber wegen unserem Schutzschild, ja, kann er sich in der Drinne bewegen. Und da sendet er dann seine Informanten, doof gesagt. Ja? Dieser kleine Lümmel, du, verdammt nochmal. Der ist nicht blöd, okay. Hier ist die Mauer, das heißt, von hier aus kommen wir wieder nach Hause. Und ich will nach Hause. Die Karotten esse ich mal schnell. Ja, das Schwein könnten wir eigentlich gut gebrauchen, aber leider
Och, iss meine Karotten nicht weg, du Arsch. Gib meine Karotte zurück. So, das Fleisch nehmen wir auch nochmal mit. Das ist alles gutes Essen, sehr, sehr gutes Essen. Egal, wir müssen es mitnehmen, auch wenn wir sie dafür töten müssen. So, Wolle nehme ich auch noch mit. So gut ich zumindest kriegen kann. Wieso lassen die das Schaf eigentlich am Leben? Wow. Hallo. Ich will nur die Wolle. Nur die Wolle. Seid lieb. Ich will nur die Wolle, verdammt nochmal. Okay. Wow. Schon wieder so ein Mistvieh. Gut. Das sieht doch schon mal nice aus. Müssen wir herausfinden, wenn Herobrine uns angreift, ob und wir dann hier in diese Mauern flüchten. Ob er dann hinterherkommen kann oder ob das dann auch was bringt. Naja, egal. Uninteressant, uninteressant. Boah, hier gibt's noch so viel zu tun, ne? Muss man echt mal sagen. Also so schnell werden wir hier nicht arbeitslos. Und es wird hier auf jeden Fall so schnell nicht langweilig für mich. Ich hoffe natürlich, ihr habt genauso viel Spaß, wenn ich hier rumbastel oder jetzt hier wie hier auf Abenteuertour gehe. Mal ein bisschen was zusammenfarme, suchen, finden und so weiter und so fort. Wir wollen ja auch ein bisschen Beute machen, ne? Und ich habe jetzt die Version 1.8 deinstalliert. Jetzt kann eigentlich keine Scheiße mehr passieren. Man hatte sich von mir eigentlich auch noch was anderes gewünscht, dass ich Horror-Maps let's playe. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Ich habe mir auch schon mal eine angeguckt, also runtergeladen. Und eventuell wird die doch irgendwann mal kommen. Das wäre doch mal auch eine schöne Idee. Ich meine, ihr habt ja 2 Wochen auf mich gewartet, ohne dass jetzt irgendwas rauskam. Und ich bin der Meinung, da bin ich echt sehr glücklich und sehr stolz über euch, also dass ich so eine Community habe. Und da bin ich einfach der Meinung, da will ich euch was zurückgeben für. Also als einfach als Dank von mir aus gesehen. Und ja, da will man ja erst recht noch mal ein bisschen mehr auf die Wünsche eingehen, auch wenn es zeitlich ein bisschen kritisch ist. Aber wenn so ein Ding mal einmal im Monat rauskommen würde oder sowas, auch wenn es unregelmäßig ist, ist ja scheißegal. Hauptsache, es kommt halt sowas raus, was ihr euch halt wirklich wünscht. Das würde mich halt wirklich freuen. Und das ist halt auch mein Wunsch von mir an mich selber. Und das kann man eigentlich umsetzen, bin ich der Meinung. Wenn man jetzt nicht ganz blöd ist, dann wäre das schon im Bereich des Möglichen. Und das werde ich auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren, das ist klar. Und ich habe auch nur wieder mit Let's Play sozusagen weitergemacht und mir diese Pause gegönnt, weil ich euch ja wirklich mit guter Laune hier etwas schenken möchte und nicht so schlecht Laune, so, ja, ich bin scheiße drauf, ich weiß nicht, bla. Normalerweise bin ich ja immer so ein Mensch, der hat zu 95% gute Laune. Und das war halt einfach mal ein übelstes Tief, was ich gehabt habe, aber das ist zum Glück größtenteils beseitigt. Und deswegen kann es richtig geil weitergehen. Und deswegen haben wir auch Spaß bei der ganzen Sache. Habe ich gerade Herobrine gehört, gesehen oder sonst irgendwas? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ist ja auch egal. So, ab nach Hause. In die sicheren Mauern. So. Sehr schön. Und normalerweise wäre ich jetzt schon längst geflogen, aber nein. Für euch, meine Lieben, laufe ich. Weil es sich ja so gehört, ne? Ihr wollt ja immer, dass ich laufe, also laufe ich auch. Vielleicht finden wir unterwegs das rosane Schaf, das wäre ja witzig. Aber ich glaub's kaum, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo das war. War das im Sumpfgebiet? War es nicht im Sumpfgebiet? Keine Ahnung. Hier, die Kuh können wir auch nochmal platt machen. Sehr geil. Oh, hier sind auch noch richtig viele Pilze und sowas. Ja, ich hätte ja gern dieses Pilzbiom. Oder zumindest mal ein bisschen die Erde, damit die großen Pilze automatisch wachsen, damit wir eine Pilzfarm hätten. Aber das ist wohl leider nicht drin. Oder wir machen das so, meine Freunde. Ich weiß, ich bin total gegen Cheaten, genau wie ihr. Aber ihr wisst ja, Cheater haben keine Penisse und Cheaterinnen haben Hängetitten. Aber das ist ja lange bekannt. Das Ding ist halt, vielleicht könnten wir uns echt mal vielleicht 8 Stück oder 10 Stück von dieser speziellen Pilzerde da holen. Von diesem Pilzbiom. Also mit Hol meine ich natürlich Cheaten. Und das wäre doch vielleicht mal im Bereich des Machbaren. Also ich mache es nicht von selbst aus. Ihr könnt es gerne frei entscheiden. Wenn ihr dafür seid, schreibt einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr dagegen seid, dann verstehe ich das natürlich, ist ja klar. Aber einfach mal durch den Kopf gehen lassen. So. Wir haben jetzt schon einiges geschafft auf jeden Fall. Wir können jetzt das Essen mal anbraten. Wir haben auch wieder Kohle gefunden. Eier. Yippie. So, konnte ich aufheben. Sehr nice. Ja, so eine komische Farm von der Dingsbums, von den, oh, wie heißen die denn nochmal? Hühnern sollte auf jeden Fall auch noch gemacht werden, das steht schon mal fest.
Aber egal, das kommt eh alles, wenn ich jetzt bis zur nächsten Folge die ganzen Kisten repariert habe, also rekonstruiert habe. Das mache ich jetzt, sobald ich hier die Folge beendet habe. Und natürlich gerendert und geschnitten habe, ist ja klar. Dann fange ich das auf jeden Fall an. Hier draußen fehlt auch alles, ne? Ja, natürlich. Na, kein Problem. Also wie ihr merkt, Freunde, ich mache mir da gar keinen Stress mehr drüber, ehrlich gesagt. Ist doch alles kein Stress. So, das kann weg. Wo habe ich den Bogen denn her? Cool. Das mache ich jetzt alles mal rein. Das ist so eine Entrümpelkiste hier irgendwo. Und natürlich ist sie schon wieder voll. Na klar. Mist. Ich finde es geil, dass wir einen Trank der Heilung haben, ne? Sogar der direkten Heilung. Das ist richtig cool. Gut. Die ganzen Kisten sind ja leer. Das wissen wir. Uninteressant. Die rekonstruiere ich auf jeden Fall auch noch. Genau. Das Essen sollten wir mal anbraten. Das wäre mal eine Idee. So, Essen. Habe ich weggepackt, ne? Ich bin so ein Genie manchmal. Wo haben wir es denn? Hier. Kohle habe ich? Kohle habe ich. Okay. Kohle rein. Essen rein. Sehr schön. Kann ich ja gleich gebrauchen. So, Holz. Nee, Holz nehmen wir mal mit. Ach ja, genau. Das könnten wir ja auch mal machen. Ich habe zwar jetzt nicht viel Holz einstecken, aber vielleicht reicht es ja ein bisschen. Wir können ja noch ein paar Bücherregale machen. So. Ich glaube, ja, so müsste es reichen im Ungefähr. 3 Stück kriegen wir da raus. Oh, ist besser als nichts, ne? Auf jeden Fall ist das besser als nichts. So, rein damit jetzt. Das muss unbedingt mal hier gefüllt werden. Das sieht einfach nur noch scheiße aus. Ja, sieht man diese Verzauberung eigentlich? Nee, dann hat die Mod... Huch. Jetzt habe ich außerdem was verzaubert, was ich gar nicht wollte. Egal. Es ist passiert, meine Freunde. Ist ja uninteressant. Klopfer, du süßes Ding. Klopf, klopf. Wer ist da? Jetzt können wir immer Klopfwitze machen. Oh, schlecht. Wo kommst du denn her, du schlimmer Finger, du? Hä? Du Langfinger, du Bogen. Überspann den Bogen, was weiß ich. Ja, genau, ihr wollt mir auch noch was nach oben machen. Ja, da hatte ich auch noch eine geile Idee. Kommt auch noch, meine Lieben. Kommt auch noch. Oh, ein Enderman. Nicht in die Augen gucken. Nicht in die Augen gucken. So, Essen. Happa, happa. Ist fertig. Sehr nice. So. Stimmt. Ist euch mal aufgefallen, dass der Hund weg ist? Irgendwie ja, ne? Das ist ja jetzt auch wieder so eine Sache. Gut, aber da könnt ihr ja gerade mal dabei sein. Da holen wir uns ja jetzt einfach mal 2 Hunde wieder zurück. Scheißegal. So, wo sind die denn? Lalalala. Lieben die mich jetzt eigentlich schon, wenn ich die zurückhole? Oder muss ich die jetzt erst wieder liebevoll machen? Creeper, Skelett, Spinne, Zombie, Schleim, Fledermaus, Alter. Hier Kuh. Huhn, Tintenfisch, Wolf. Hier Wolf ist es auch, ne? So, ich glaube, das müssten Wölfe sein. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal, egal. So, zack. Und zack. Mögt ihr mich jetzt oder mögt ihr mich jetzt nicht? Okay, auf jeden Fall essen sie was, ne? Das ist klar. Mehr kann ich denen auch nicht geben, aber die paaren sich jetzt gar nicht, ne? Wie sieht's denn mit Knochen aus? Ich habe doch ein bisschen Knochen aufgesammelt. Muss ich mich erstmal... Boah, ein bisschen ist gut. Muss ich mich jetzt erstmal mit denen freundlich stellen oder was ist hier los? Knochen? Da, Knochen. Ja, ich muss mich mit denen freundlich stellen. Okay. Ist der jetzt... Ja, ja, okay, der ist jetzt schon friedlich. Alles klar. Wenn ich denen jetzt nochmal Gammelfleisch gebe, paaren die sich jetzt? Na, steht mal auf. Och, süß. Süß, süß, süß. Ja, jetzt haben wir 3 Hunde, meine Lieben. Die werden auf jeden Fall auch noch ein Gehege kriegen. Oder vielleicht sogar einen extra Raum, keine Ahnung. Das ist jetzt ein richtiger Zoo hier langsam, hä? Ich brauche Namen für die Hunde, ich brauche Namen für die Hunde. Kann ich die wegschieben? Hä? Bin ich aus dem Schwanz getreten oder warum hat er dieses Geräusch gemacht? Man kann sie auf jeden Fall wegschieben. Das ist... nicht in die Richtung, bitte. Geh in die Richtung. Ja, genau. Genau. Na, fast. So, mal ein bisschen in den Raum reinholen. Dass sie nicht sofort abhauen oder sowas. Das wäre richtig scheiße. Das Weizenfeld müssen wir auch mal wieder befarmen. Bepflanzen, aber naja.
uninteressant. So, wir haben ja auf jeden Fall gutes Essen. Jawohl, giftige Kartoffeln. Yeah. Also, Weizen haben wir richtig viel, das steht fest. Also können wir auch gut Brot machen. Karotten und Kartoffeln werden wir komplett wieder pflanzen. Kann sein, dass wir alles verschwenden werden. Weiß ich nicht genau, müssen wir herausfinden. So. Gut, das hat auf jeden Fall schon mal super geklappt. Und dann würde ich einfach mal sagen, Freunde, ich weiß, das ist jetzt nur eine 15-Minuten-Folge, aber zeitlich ein bisschen Stress, deswegen beende ich die Folge hier schon. Und ich würde einfach sagen, bis zur nächsten Folge, meine Freunde, und schlagt mal vor, worauf ihr Lust habt, was ihr noch machen wollt. Ich bin für alles offen. Tüdelü!